Also Leute, willkommen zu dem Video als kleine Information. Heute tun wir um 20.15 Uhr Splatoon Online spielen. Das spielen wir aber nur eine halbe Stunde in Anführungsstrichen, nämlich bis 8:30. Denn um 8:45 geht es gleich weiter mit der Live-Übertragung von dem EA-Event EA Play zu E3 aus Los Angeles. Ja, weil die 3 steht jetzt in den Startlöchern und EA macht da quasi den Auftakt mit den eigenen Event namens EA Play in Los Angeles. Und dies werden wir natürlich live übertragen. Und diese Live-Übertragung läuft ab 21 Uhr. Und da wir davon ein bisschen reden, fangen wir ungefähr so um 15:45 mit der Live-Übertragung davon an. Das heißt, wir spielen, um reinzukommen, von 20 Uhr bis 20.30 Uhr ungefähr Splatoon. Und dann übertragen wir das EA Play Event live. Das ist der Plan für heute Abend. Also anfangen wir ganz normal mit Splatoon und dann gehen wir eben über an dieses EA Play Event, wo ihr gerne noch zuschauen könnt und sonstigen in den nächsten Tagen. Morgen ist ja jetzt auch die Xbox One Scorpio vorgestellt. Das ist auch höchst spannend. Da werde ich mir auch zwei Experten oder einen Experte herholen, der sich die Xbox hat, sich damit auskennt, mit dem wir ein bisschen so über Xbox austauschen können. Das wird sicherlich ganz cool. Also es lohnt sich definitiv bei der E3 hier mal einzuschalten. Genauere Informationen dazu wird es heute Abend aber noch geben. Dies nur als Information zum Livestream heute Abend. 20 Uhr Splatoon und eben ab 8:45 übertragen wir dann live von Los Angeles. Also wir sind nicht live, wir sind München, aber übertragen live von dem Event in Los Angeles eben EA Play. Das ist zwar auf Englisch, aber ich bin ja da, kann es ein bisschen übersetzen. Und das wird, denke ich mal, ganz cool. Ich hoffe, ihr freut euch, seid später dabei. Und damit, liebe Leute, bis heute Abend zum Livestream.